Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Ich finde es wirklich wunderbar, dass Sie so in Kräuterkunde aufblühen. Machen wir weiter. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Richten Sie den Zauberstab auf etwas. Und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Das haben Sie gut gemacht. Nun sind Sie für größere Herausforderungen. Aber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ziehen Sie mit dem Änderungszauber nun bitte auf den Boden oder den Balkon. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Dick, wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt,
Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Natürlich und erdverbunden. So, als würde man sich im Freien aufhalten. Ha, hervorragend. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Deke bitten, ihn zurückzu... Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also ihnen.